Sally North ist vor 5 Jahren einfach verschwunden. Komplett untergetaucht. Und was hat sie in diesen 5 Jahren gemacht? Trainiert. Heute vor 5 Jahren wurde ihre Familie ermordet. Sie ist wieder da. Der Kinocast. Ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares-Malstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Kennst du das klingonische Sprichwort, das sagt, die Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird? Es ist sehr kalt. Jawohl, ein Filmzitat aus Raumschiff Enterprise, aus, glaube ich, der Zorn des Khan aus dem Kinofilm. Passend zu unserer heutigen Sendung, zu der ich herzlich willkommen heiße, die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik, wie immer. Und ja, die heutige Sendung hat die Überschrift Rache. Denn wir hatten sowohl einen Film in der Sneak, der mit diesem Thema was zu tun hat, als auch habe ich einen Film nachgeholt. Aufmerksame Hörer, die letzte Sendung schon verfolgt haben, werden mitbekommen haben, da hat jemand eine DVD oder Blu-ray über unseren Affiliate-Link bestellt. Da fand ich die Story ganz interessant und habe mir die auch mal geholt. Ja, davon werde ich später berichten. Zunächst erst einmal geht es um unsere Sneak Preview von Peppermint, Angel of Vengeance. Das ist ein neuer Film mit Jennifer Garner, die wir zufällig ja auch in der Woche vorher in der Sneak Preview hatten, in einem Film, wo sie eigentlich überhaupt nicht so zum Tragen gekommen ist. Wo sie eher nur so. Wie so viele andere auch, ne? Ja, eigentlich der ganze Cast konnte man eigentlich nur Pfeife rauchen. Und alle, die halbwegs einen Namen hatten, dienten nur so als schmückendes Beiwerk für das Poster, um irgendwelche Leute ins Kino zu ziehen, in dieses üble Ding. Ja, Jennifer Garner spielt hier eine Mutter, die ja, hat eine kleine Tochter und einen Mann, und die gehen eines Tages mal auf so ein, ja, was ist das? Ach so, ja, genau. Die Tochter wird so ein bisschen im Stich gelassen von ihren Freundinnen, weil eigentlich hatte sie eine Geburtstagsparty, aber irgendwie hat sich die Mutter mit irgendeiner anderen Mutter da gezofft, und die andere Mutter hat wohl einen ziemlich guten Stand in dieser Elternklicke da, und die tragen das dann auf dem Rücken des Kindes aus, sodass dann das Kind dann alleine da sitzt zu ihrem Geburtstag und kein Gast kommt. Alle entschuldigen sich mit fadenscheinigen Sachen, und sie kommen dann, um die Situation irgendwie zu retten, sagt dann Jennifer Garner, hey, lass uns doch mal hier auf die haben da so eine Art Rummel dort in, wo ist das eigentlich, Los Angeles oder so? Wahrscheinlich, ne? Ja, die haben dort so eine Art Rummelplatz mit so, ja, Fahrgeschäften und alles Mögliche. Und da lädt sie ihre Tochter ein, sagt, hier, kannst alles machen und so, oder heute darfst du mal alles, und um die Situation zu retten. Ja, blöderweise hat ihr Mann sich aber vorher mit ein paar zwielichtigen Gestalten, oder hat zumindest mal mit zwielichtigen Gestalten Kontakt gehabt. Und der Geschäftspartner von ihrem Mann, der wurde gekascht von dieser mexikanischen Drogenmafia, und der plaudert, um sein Leben zu retten, den anderen Namen mit aus, obwohl der andere, also der Mann von Jennifer Garner, obwohl der überhaupt nicht mitmachen wollte bei diesem Coup, um dem Drogenbaron da irgendwelches Geld zu klauen. Die wollen aber dann trotzdem ein Exempel statuieren, dass da gar keiner sonst mehr auf die Idee kommt, und machen dann so ein Drive-by-Shooting. Wird quasi ihre Familie massakriert, mitten vor ihren Augen. Und der nächste Teil des Films. Ganz kurz, ja? Sie entkommt dem Ganzen aber auch ganz kurz. Sie kriegt ja einen Streifschuss ab am Kopf. Also, ja. Es galt ja auch ihr. Also, die wollten eigentlich die ganze Familie auslöschen. Also, sie kommen dann später noch dazu, und da sehen die, oh Scheiße, da ist ja noch eine, und schießen dann noch so, sind schon ein Stück weiter gefahren. Man kennt das ja von GTA, das wird dann immer schwieriger, je weiter man dann weg ist. Ja, und
Ja, sie wird dann verletzt und liegt im Krankenhaus erstmal, soll befragt werden und kann auch die bösen Buben identifizieren. Und danach wird der Film so ein bisschen so eine Art Gerichtsdrama oder zumindest so ein kurzer Teil ist ein Gerichtsdrama. Denn sie muss dann aussagen und dieses mexikanische Kartell hat halt seine Fänge ziemlich weit ausgestreckt bis ins Rechtssystem rein, bis zu den Polizisten, sodass halt da gar nicht klar ist, ob jetzt der Richter zum Beispiel, ob der unbefangen ist oder wenn der Richter jetzt sagen würde, der würde die jetzt verknacken, dann wäre wahrscheinlich der Richter selber dran. Die haben den unter Druck gesetzt. Deswegen, ja, diese bösen Buben, die kommen alle frei. Das ist jetzt kein großer Spoiler, denn dann beginnt eigentlich der Film erst. Denn sie taucht ab, richtig tief ab. Also sie begibt sich irgendwo nach Asien und sowas und lernt dort auch Kampfsport und alles Mögliche, was wir aber im Film jetzt nicht so sehen. Es wird nur so ein paar Rückblenden und sowas erzählt und auch so in Erzählungen erzählt, in irgendwelchen Polizeiberichten. Ja, und dann kommt sie irgendwann wieder zurück und räumt dann gewaltig auf. Ja, also so ein richtiger Rache-Thriller. Ja, nicht ein Mann sieht rot, sondern eine Frau sieht rot, so nach dem Motto. Ne? Und da geht's schon gewaltig ab. Oder, Chris? Ja, gewaltig ab schon. Also sie stellt sich halt dem Ganzen und räumt wirklich mit ihrer Vergangenheit da auch auf und begegnet auch natürlich Leuten aus ihrer Vergangenheit noch. Und was halt vielleicht noch interessant ist, ist, dass das wirklich auf die heutige Zeit auch so ein bisschen wirklich extrem ausgerichtet ist, weil sie wird ein Social-Media-Star dadurch auch. Ach ja, stimmt. Das ist nämlich ein extrem wichtiger Punkt, also ohne den jetzt zu groß zu spoilern, aber das ist, denke ich, wichtig, weil die Bevölkerung findet das, was die da macht, eigentlich gar nicht so verkehrt. Das darf man nämlich auch mal erwähnen. Und es ist auch für den Film an sich, denke ich, noch ein wichtiger Punkt. Prinzipiell hast du komplett recht, absolutes Rache-Gedöns mal wieder. Ja, und das ist aber auch der Punkt, wo ich dem Film ein bisschen eine größere Schwäche sehe. Es ist jetzt nichts unbedingt Neues, es ist nichts Unvorhergesehenes oder nicht Dagewesenes, sondern mir kam es vor, als ob es alles schon mal irgendwie da war. Und ja, so bei der Nachbetrachtung, es ist so dieses, es hat eigentlich nur noch das völlige Glorifizieren der amerikanischen Fahne hat mir so ein bisschen noch gefehlt. Die ist, glaube ich, kurz mal aufgetaucht irgendwo. Trotzdem, das hat mir noch so ein bisschen gefehlt, so die USA und bei uns haben die Drogenbosse keine Chance, weil unsere Bürger wehren sich selber und was weiß ich was. Das hat mir im Endeffekt eigentlich noch gefehlt, dann wärst du der typische Klischeefilm gewesen. Ja, fandest du. Und das ist für mich so. Ja. Bitte? Fandest du, ich fand gerade eher so, dass am Anfang ja gezeigt wird, dass selbst die mexikanischen Mafia da Einfluss auf das US-amerikanische Rechtssystem hat und so. Ja, richtig, aber deswegen erheben sich ja die Bürger. Ja, eine Bürgerin, ja. Eine Bürgerin, ja, eine gute Amerikanerin erhebt sich. Ist ja auch nicht gewünscht. Ja, eben, aber kommt halt beim Volk ganz gut an. Und das ist so ein bisschen das, was ich dem Film, ja, wo ich so ein bisschen schade finde, wo ich einfach so ein bisschen kritisch sage, okay, ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern das ist einfach ein grundsolider Film gemacht worden über eben diesen Rachefeldzug. Sehr viel Action, teilweise ein bisschen, ja. Wo ich sagen muss, okay, wegen dem Film lassen wir das mal bei etwas übertrieben, aber okay. Deswegen, es gibt so Abzüge in der B-Note. An sich ein ganz cooler Film mit sehr viel Action. Ja, definitiv. Also auch, ich fand es auch gut aufgebaut. Ich habe mich zwischendurch mal gefragt, als die Geschichte nur so ein bisschen angerissen wird, wie sie zu dieser Kämpferin geworden ist. Ob mich das nicht vielleicht auch interessiert hätte, das zu sehen, wenigstens in so einer Art Montage oder sowas. Ich bin mir da jetzt noch nicht ganz so sicher, weil da holperte die Story mittendrin dann mal so plötzlich, wo dann so gesagt wird, ja, das und das ist alles passiert und wir dachten so, okay, das haben wir jetzt als Zuschauer ja nicht gesehen und weiß man jetzt auch nicht, wie man damit mit dieser Information was anfangen soll. Aber der Regisseur, der ja auch 96 Hours gemacht hat, also den und From Paris with Love oder sowas. Das ist halt beinahe der Actionbus, halt hier nicht mit Liam Neeson, sondern mit Jennifer Garner. Und ich habe ja damals Alias geguckt, was ja auch schon sehr actionlastig war und so mit
wo sie sich dann so durchfighten musste. Das sind eigentlich auch so die besten Szenen hier, wenn sie dann irgendwie durch so eine, weiß nicht, wo sie da so Piñatas verkaufen da oder zusammenbauen, dieses Geschäft, was nur so als Fassade dient und im Hintergrund passieren irgendwelche Drogengeschäfte, wenn sie sich da so durchfightet und das waren echt so die besten Szenen. Da ist dann auch wieder, wo sie dann in der Lagerhalle ist und aus der Lagerhalle rauskommt, da habe ich mich und frage ich mich immer noch, wie sie es da geschafft hat, den Leuten einfach zu folgen. Also sie verfolgt ja dann plötzlich da die zwei Bösewichte und warum, das ist wirklich was ich mich gefragt habe, weil ich die überhaupt nicht geschnallt habe, woher wusste sie, dass sie genau diesem Auto folgen muss, weil sie wusste ja eigentlich nicht, wer da dahinter steckt. Woher wusste sie das? Sie ist zielsicher denen hinterhergefahren. Fahren doch immer diese schwarzen Escalades da. Ja, okay. Also, das heißt, auf Verdacht komplett richtig gehandelt. Wahrscheinlich. Nee, sie hat ja irgendwie. Die haben ja vorher da irgendwo geparkt, schätze ich mal. Und dann. Ja, aber trotzdem, weil du kommst da unten aus dem Dingsen raus, aus der Kanalisation raus und weißt sofort, wo du hin musst. Also. Ja. Aber die Action war schon ziemlich brachial, stellweise. Definitiv, ja. Das hätte ich jetzt so manchmal nicht erwartet. Ich hatte auch von dem Film vorher noch nichts gehört. Hast du schon mal irgendwas, Peppermint, wann läuft denn der überhaupt an? Ja, ich habe in der Tat was schon davon gehört. 29.11. Hängt allerdings damit zusammen, dass ja, genau, dass ich auch ungefähr wusste, in welche Richtung es gehen wird. Okay, also deswegen, da ich vielleicht wusste, welcher Film kommen wird, durfte ich mich da schon kurz mal informieren drüber, deswegen. Ja, sorry, dass ich jetzt hier keine anderen Namen nenne, aber da haben jetzt nicht so viele Bekannte mitgespielt. Also John Ortiz oder John Gallagher Jr. oder so oder Juan Pablo Raba, Jeff Hefner. Also kannte ich jetzt persönlich alle nicht, die da mitgespielt haben. Aber an sich mag ich solche Geschichten, wo dann so wirklich so ganz gerade durch, wahrscheinlich, ich hoffe mal, dass da so eine Art, vielleicht so ein Director's Cut noch irgendwie kommt, wo man dann so ein bisschen noch die Vorgeschichte sieht, wie sie dann zu der Kämpferin geworden ist. Vielleicht so ein paar Szenen dann aus Asien irgendwie. Vielleicht haben sie das irgendwie weggelassen zugunsten eines kürzeren Films. Weil der ging ja jetzt auch schon 101 Minuten. Also ist schon so die etwa einen kleinen Tick über der normalen Kinofilmlänge. Ja, vielleicht im Zuge, dass der Film halt schneller auf den Punkt kommt. Vielleicht haben sie da ein paar Sachen weggelassen. Ja, aber fand ich aber auch ganz gut, dass es dann eher kompakt gemacht wurde. Ja, ich will halt Jennifer Garner noch irgendwie sehen, wie sie was macht, seit Alias irgendwie da. Und die hat wirklich, die hat so viel miese Filme gemacht, inklusive dem, den wir letzte Woche hatten. Das ist einfach was, wo ich sage, das passt. Wenn wirklich so ein Schauspieler oder so eine Schauspielerin irgendwas spielt, wo ich denke, boah, das ist genau das ist die Rolle, da will ich die Person sehen. Und bei ihr habe ich mich die ganze Zeit gefragt, schon die letzten Jahre, warum sie da immer in irgendwelchen romantischen Komödien, furchtbar. Da habe ich sie irgendwie nicht gesehen da drin. Ja. Aber es ist halt, wenn man so ein bisschen vorbeeinflusst ist mit irgendeiner Serienrolle oder sowas. Ja. Aber trotzdem, jetzt gucke ich mal nach, was ich hier so punktemäßig bei uns eingetragen habe. Ich glaube, ich bin relativ hoch rein. Ich habe 8 Punkte. Also mir hat er echt gut gefallen. Gut. Ja, du warst sehr euphorisiert nach Gute dem Kampf Kino. Sehen. Gut gespielt, die Bösewichter waren wirklich bedrohlich und dann waren auch so teilweise auch so witzige Szenen manchmal drin. Der hatte eigentlich eine ganz gute Mischung, der Film. Ja, bin ich gespannt, was da vielleicht noch in Zukunft dann kommt irgendwie. Das ist verrückt, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Bösewichter nicht so bedrohlich. Ach, du findest die mexikanische Drogenmafia jetzt nicht so bedrohlich. Na, ich hab dann, wenn du es siehst, finde ich nicht so schlimm. Die da so die Leute übelst massakrieren hier auch im Film. Nee, seit ich Red Dead Redemption 2 spiele, habe ich es nicht mehr so mit Mexikanern. Ach so. Ich erinnere mich da nur an diese eine Szene, wo sie auf dem Anwesen sind von dem Oberbösewicht, also vom Boss, wo sie aufräumt und da stehen ein paar Leute draußen, wo ich denke, scheiße, die könnten auch in einem drittklassigen Musikvideo einfach mit rumstehen. Ich weiß, was du meinst, da vor der Scheibe, da der eine Typ, der so lang ist. Unsäglich, also der Typ, wirklich, das so richtig in den, so dieses Typische, einfach komplett alles untersetzt und ja. Aber eine Wumme in der Hand und bös gucken und Glatze und
Ja. So weit weg liegst du ja auch nicht. Du hast dir 7 Punkte gegeben, sehe ich hier, ne? Ja, ich fand ihn ja ganz gut, nur er hat extrem in der Endabwertung oder im Dingsten hinten raus einfach noch Abzug bei mir bekommen. So. Und Kate, was gibst du so auf Basis von dem, was du gehört hast? Also als du Erik also den Film vorgestellt hast, dachte ich, oh ja, Kunst cool. Und dann fing er Chris an und dann dachte ich so, irgendwie hat er recht. Und jetzt weiß ich nicht so recht. Ach so, für zu Hause kannst du ihn schon mal gucken. Ja, ich glaube, wenn er dann mal irgendwann auf Sky oder so kommt, dann werde ich ihn mir schon mal angucken. Also auf jeden Fall, wer Rache so, ist immer gut. Ja, Man sieht rot oder irgendwie, weiß nicht, Death Wish, die Taken oder irgend sowas, wem sowas gefällt, so ein bisschen beinharte Action. Ich sehe gerade, der ist auch von Hongkong mit produziert. Ach, deswegen standen am Anfang auch so ein paar Schriftzeichen da, stimmt. Ja. Also aber ich muss auch sagen, wenn ich mir das so anhöre mit dem, und dann ist ihre Familie gestorben und dann ist sie nach Asien gegangen und hat sich zur Elitekämpferin ausbilden lassen. Das weiß man, das sieht man nicht im Film. Ja, das aber ist das, was ich etwas. Quasi, ja, und das ist auch wieder nichts Neues, weil sie gehen alle irgendwo nach Asien. Nee, die hat sich nicht ausbilden lassen, also vielleicht kam das falsch rüber. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da hingeht, so, ja, jetzt hier Kill Bill-mäßig und so, da gehe ich da hin. Nee, die ist, um überhaupt erstmal einen klaren Kopf zu kriegen, ist sie nach Asien gegangen und hat dann, weil sie natürlich auch irgendwie kein Geld weiter hatte und so, hat sie sich dann irgendwo durchgeschlagen, unter anderem auch in irgendwelchen Straßenkämpfen, da wo irgendwie um Geld gewählt. Also wird zumindest so kurz erzählt, das ist eben das, wo ich gedacht hätte, okay, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Hintergrund gehabt, weil sie ist halt mit einem Mal vom Hausmuttchen wird sie da zur übelsten Kämpferin, so gefühlt in einem Gegenschnitt, ja. Und dann wird erst später erzählt, was dahinter steckt, ne. Das ist eben das, was ich meinte. Da hätte ich gerne irgendeine Montage gesehen, was da zwischendurch passiert ist oder so. Oder vielleicht wenigstens mal eine Einstellung, die vielleicht ein bisschen... Ja, oder so ein Flashback irgendwas. Ja, ja, Geheimnis umwoben, was sie da so macht oder... Naja, vielleicht, wie gesagt, ich hoffe da auf einen Director's Cut oder so, vielleicht kommt da irgendwas. Ach, was so ganz nett war. Kannst du dich an die Frisuren erinnern, Chris, hier? Also die Frisur? Die hat am Anfang so eine, ja, weiß nicht, so halblange Haare. Dann bei der, sie hat lange Haare am Anfang. Ja, genau, lange Haare. Und dann, ja, als sie in der Gerichtsverhandlung war, nachdem sie hier den Kopfschuss hatte, hatte sie so ganz kurze Haare. Und da ja, weil sie wirklich, die Haare abrasiert haben. Da sah sie wirklich übel aus. Da haben sie die auch so ganz übel hingeschminkt. Da sah sie wirklich völlig fertig aus. Und als sie dann nachher wieder auftaucht, quasi gestählt und trainiert und sowas, ne, dann sieht sie wirklich voll fit aus, ne, wie man sie kennt aus Alias irgendwie. Ja, cool gemacht. Jo, hat mir gefallen, der Film. Also das war unser erster Rachefilm für die heutige Sendung. Und wir werfen mal einen Blick, was vielleicht in der nächsten Sneak kommen könnte. Denn Chris, wie lautet denn der Tipp? Die nächste Sneak, das ist die 974, und ich kann jetzt schon sagen, wir haben wieder Bilderrätsel morgen am Montag, also am 5.11. Ja, ich hab sie schon gesehen. Ich hatte einen Knoten im Hirn. Aber ist egal, der Tipp für die nächste Sneak ist, du kannst sein, was du willst. Und Kate, hat da schon jemand was geschrieben? Ich würde es gern gucken, aber es lädt nicht. Okay, dann gucke ich mal bei mir. Geladen. Ich habe es noch offen. Ich weiß nicht, ob inzwischen jemand was geschrieben hat. Ich habe getippt Night School, ohne jetzt irgendwie zu wissen, worum es da geht, aber weil der in so vielen anderen Sneaks lief, zum Beispiel auch in Reutlingen, wie hier unten drunter steht, und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das passen könnte, aber du kannst sein, was du willst, geht es glaube ich darum, dass irgendwelche nochmal auf so eine Abendschule gehen, um da, weiß nicht, ihre Karriere dann irgendwie zu verwirklichen oder um ihre, was Neues zu machen, ja. Und der Martin hat noch getippt, die Schneiderin der Träume. Da habe ich auch keine Info. Warte mal, ich guck mal. Ich werfe das mal schnell hier bei Filmstarts rein. Mal gucken, was da kommt. Warte mal, jetzt sagt mir doch was. Im Drama die Schneiderin. Verliebt sich eine indische Haushälterin in ihren reichen Herren aus der Oberschicht. Ist das ein Bollywood-Film? Die verwitwete Ratna arbeitet als Dienerin im Haus des Architekten Ashwin, der aus reichem Haus stammt. Nach außen hin hat der wohlhabende, weltoffene Sohn einer angesehenen Familie aus Mumbai alles, was er sich im Leben nur wünschen könnte. Dennoch kommt er sich verloren vor. Ratna, die im Gegenteil
zu ihm so gut wie nichts besitzt, wird hingegen von ihren Hoffnungen und Träumen angetrieben. Bisher haben die zwei in ihren so unterschiedlichen Welten kaum wahrgenommen, doch sie beginnen immer stärker voneinander Notiz zu nehmen. Oh. Ja, da wird bestimmt wieder viel gesungen und viele bunte Kleider und so. diese Vorurteile hier. Ja, nee, ist doch meistens so eigentlich kein Vorurteil, ist doch immer so ein Bollywood-Film. Na, mal gucken. Kann es sein, was du willst. Wahrscheinlich kommt wieder was ganz anderes. Wir haben ja in den letzten Wochen, glaube ich, waren die Tipps meistens nicht so zielführend, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, du lagst oft daneben. Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der hier tippt. Und es sind bitteschön alle angehalten. Ja, ihr könnt ja selber auch tippen, wenn ihr jetzt keine Infos habt, was da. Was ja, aber da du kommt. Bist gerade da, deswegen. Wir gehen mal weiter in den Bereich Heimkino. Heimkino. Denn letzte Woche hatte jemand einen Film gekauft über unsere Affiliate-Links. Der hieß oder heißt Revenge. Und da hatte ich ja die Story vorgelesen, fand ich eigentlich ganz interessant. Und weil wir jetzt auch gerade diesen Film in der Sneak Preview hatten, habe ich mir den auch mal bei Amazon geklickt und habe mir den hier angeschaut direkt. Und der ist gar nicht mal schlecht. Und ich war jetzt gerade so auf diesem Rache-Trip, deswegen möchte ich den gerne mal vorstellen. Passt bei mir auch noch so ein bisschen in den Horror-Oktober rein. Ich habe den nämlich letzte Woche noch geschaut. Ist ein französischer Film, was ich zuerst irgendwie gar nicht so richtig irgendwie verinnerlicht hatte. Ist von einer Frau gedreht, Coralie Fargin heißt die. Und die Darsteller waren mir allesamt unbekannt, aber die Hauptdarstellerin, ich glaube, aus der wird mal was ganz Großes. Also die spielt toll und sieht toll aus. Die heißt Mathilda Anna Ingrid Lutz. Das ist wirklich der komplette Name. Wird aber, glaube ich, im Film nur ich glaube Mathilda Lutz genannt oder Lütz, heißt es wahrscheinlich. Aber sie ist Italienerin. Stand irgendwo drin, weil ich habe sie natürlich gleich mal hier gestalkt hier und da stand wohl drin, dass sie aus Italien kommt. Ja, in diesem Film ist auch so eine Rachegeschichte, allerdings keine Kill and Revenge, sondern eine sogenannte Rape and Revenge Geschichte. Die Hauptdarstellerin, wie heißt sie im Film? Jen, genau. Die Jen spielt eine junge Frau, weiß ich so, die wird wirklich gerade so Teenie-Alter oder sowas sein irgendwie. Und die hatten einen Freund, aber der ist schon ein bisschen älter, also eher so fast wie ein Sugar Daddy so ungefähr. Und mit dem zusammen fliegt sie irgendwo hin, weiß nicht, also wirklich so, wo die dann irgendwie auf die Jagd gehen wollen. Also gedreht ist es in Marokko, ich weiß nicht, wo der Film an sich spielen soll. Also die wollen dann, oder der ist ein CEO von so einer größeren Firma und der trifft sich immer mit seinen Freunden, die auch irgendwelche Geschäftsführer sind von anderen Firmen und die fliegen dann immer mit einem Hubschrauber dort ein in Marokko von Frankreich aus und gehen dann irgendwie auf die Wildjagd und sie, die junge Frau, ist mit ihrem Freund da unten in diesem wirklich sehr mondänen Haus, also ein ganz, ganz tolles Haus, sehr stylisch eingerichtet. Und sie verbringen da so ein paar Liebesnächte oder eine Liebesnacht. Und es kommt dann so ein bisschen raus, der Typ, mit dem sie da unten ist, der hat eine Frau und ein Kind und will sich nicht von denen trennen. Also die übliche Geschichte. Sie ist so die jüngere Gespielin von ihm. Und es geht irgendwie nicht so richtig voran. Also er entscheidet sich nicht in die eine und nicht in die andere Richtung so richtig. Und blöd ist nur, dass seine Freunde, die kommen irgendwie ein bisschen zu früh an, wie es eigentlich geplant war. Das heißt, sie steht irgendwie so den einen Tag mal halbnackt da in diesem wirklich völlig verglasten Haus nach außen und dann stehen die schon auf einmal draußen in völligem Kampfanzug und wollen da mit ihrem Kumpel auf die Jagd gehen und sind dann überrascht, dass da so eine junge Frau anzutreffen ist. Und dann kommt es dann irgendwann dazu, also die verbringen dann noch ein bisschen Zeit miteinander und die junge Frau, die ist auch kein Kind von Traurigkeit, die nutzt dann auch ihre Reize so ein bisschen, um die alle ein bisschen anzuturnen und es kommt dann, ja, worauf es halt hinausläuft in dem Film, sie wird dann vergewaltigt und soll dann um die Ecke gebracht werden, damit sie nicht irgendwie aussagen kann oder auspacken kann und
Dann ist die Szene, ich glaube, Kate, wir hatten da, glaube ich, die Bilder ja gesehen, ne, wo die dann so auf diesem Pfahl dann so aufgespießt wird, wo die quasi um die Ecke bringen wollen, damit sie nicht auspackt. Und ja, sie kommt dann tatsächlich aus dieser misslichen Lage wieder raus und sogar ihre Ohrringe haben dann sogar noch eine Bewandtnis später. Deswegen, du hast dich ja gefragt, wie das sein kann, dass sie die immer noch dran hat. Da gibt es dann tatsächlich, weil das ist wirklich auch extrem blutig. Also wenn wir gedacht haben, dass dieser Film mit Jennifer Garner, den wir in der Sneak hatten, dass der schon irgendwie blutig und heftig war, also hier kommt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist dann wirklich, das wirklich Blut spritzt bis zum Gehen nicht mehr und dann ist alles auch im Haus dann später riesen Blutlachen, wo Leute drin ausrutschen und sonst was. Also weil sie nimmt dann wirklich auf eine ganz üble Art und Weise Rache und es sind ja nur drei Personen, also man denkt so, naja, dürfte ja schnell erledigt sein. Ja, es zieht sich aber dann doch ein ganzes Stück hin, bis sie dann einen nach dem anderen erwischt hat und natürlich ist dann so der Letzte, den sie auf dem Kieker hat, ist dann ihr, in Anführungszeichen, Freund, der sie auch ganz übel im Stich gelassen hat und ist ein empfehlenswerter Film. Er ist toll gedreht, hat wirklich wahnsinnig gute Einstellung, ist sehr, sehr spannend. Dadurch, dass es auch so ein es sind nur drei Personen und der Hubschrauberflieger da, aber den sieht man nicht, in dieser marokkanischen Wüste und das Haus da und ja, dann so die Umgebung spielt noch mit einer Rolle und ich fand den wirklich extrem gut. Also wer auch immer den gekauft hat hier über unsere Affiliate-Links, vielen Dank für diesen indirekten Tipp. Mir hat er gut gefallen. Und ich muss mal kurz gucken, was ich dem Film gegeben habe hier bei mir. Ich glaube, ich habe den auch. Ja, ich habe auch 8 Punkte gegeben. Hat mir echt gut gefallen. In dem Bereich Rache. Thriller. Schön beinhartes Ding, ey. Gut gedreht. Ist das was für euch? Ja, den würde ich jetzt gerne gucken. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht kriegen wir mal ein Rezensionsexemplar noch zusätzlich oder ein Verleihexemplar. Ich kann ja mal die Filmfirma anschreiben, wenn wir den jetzt schon besprochen haben. Vielleicht geben sie uns einen zum Verleihen, den kann ich euch vorher mal ausleihen, könnt ihr gucken. Ja, okay, achso, ihr habt ja nichts, stimmt ja. Ich habe noch einen, ihr wartet ja, alle danke. Drauf. Eingeschaut, der lief jetzt auf Sky, der heißt Kidnapping Mr. Heineken. Und da habe ich am Anfang reingeschaltet, habe lauter bekannte Leute gesehen. Da dachte ich, okay, dann lasse ich den mal laufen. Zum Beispiel Anthony Hopkins, Jim Sturgess, Sam Worthington spielen da mit. Anthony Hopkins spielt, wie heißt der mit Vornamen? Freddy. Ja, Freddy Heineken, den Brauereibesitzer, den niederländischen, dem die Heineken-Brauerei gehört. Das Ganze spielt irgendwo in den 80ern. Und so ein paar andere Leute, eben Jim Sturgess, Sam Worthington und so weiter, die haben alle irgendwie so kleine Firmen gehabt, die sind aber im Zuge einer Wirtschaftskrise, die damals anscheinend in den 80ern auch zum Tragen kam, haben die ihre Firmen verloren und haben quasi alle möglichen Besitztümer und so weiter aufgelöst, damit sie ihre Angestellten bezahlen konnten, weil sie da irgendwie ein soziales Gewissen hatten, dass die ihr Geld bekommen. Was dazu führt, dass sie überhaupt kein Geld mehr haben und die Banken geben ihnen auch nichts mehr und dann kommen sie auf die verzweifelte Idee, eben diesen reichsten Mann der Niederlande zu entführen, um Lösegeld zu erpressen. Sie tüfteln das auch gewaltig gut aus, also die haben da so eine Lagerhalle, aber so eine halbrunde, kennt ihr bestimmt, so wie so eine Militärlagerhalle sieht das aus, ne? So ein was so halbrund ist. Wisst ihr, was ich meine? Was aussieht wie wie ein Zylinder, der so zur Hälfte eingegraben ist. Jedenfalls da drin. Und da haben sie noch so mit doppelter Wand und Schallschutz und so weiter, dass da nichts passiert. Und sie entführen den Herrn Heineken quasi direkt vor seiner Haustür mitsamt seinem Chauffeur und sperren die beide ein. Fordern 35 Millionen Gulden Lösegeld. Umgerechnet wären das jetzt 16 Millionen Euro. Blöd ist nur, dass die Polizei da erstmal nicht bezahlen will, weil sie erstmal ermitteln und sie haben natürlich auch dieses, ja, sie bezahlen keine Entführer, kein Lösegeld und so.
Das heißt, der Heining bleibt da sehr lang in der Gefangenschaft, irgendwie 6 Wochen. Es basiert auf einem wahren Fall, den ich nicht kannte. Dann spitzt sich natürlich die ganze Situation zu. Auch die Polizei kommt den immer weiter auf den Fersen. Klingt alles ein bisschen spannender, als der Film ist. Der Film ist eigentlich so, ja, plätschert so dahin. Die doch relativ guten Darsteller können leider ihr Potenzial nicht ganz ausschöpfen. Ist eher so ein Samstagnachmittag irgendwie oder Sonntagnachmittag-Film, den man mal so vorbeiplätschern lassen kann. Kein allzu großes Drama. Findet sich so im Mittelfeld wieder. Wird mal so 5 Punkte geben. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Ja, so. Wir füllen die Pause mit Musik, oder? Ich kann auch, zu unserem Rache-Ding kann ich auch eine Kettensäge einspielen. Ja, super. Okay, danke dafür. Dann habe ich noch was geschaut auf Sky, den haben wir ja schon mehrfach hier, glaube ich, besprochen, nämlich den neuen Jumanji-Film. Den habe ich wirklich von Anfang an geschaut, weil wir haben am, wann war Halloween jetzt, letzte Woche Donnerstag oder, nee, Mittwoch. Mittwochabend, genau, hatten wir die Bude voll, weil meine Tochter hatte ja auch vor einiger Zeit Geburtstag und sie nutzt immer ihre Geburtstagsfeier, verbindet sie gleich mit der Halloween-Feier und lädt ihre Freundinnen ein, die sich dann verkleiden und rumgehen. Und dann saßen die alle am Tisch und haben Raclette gemacht. Für mich war da kein Platz mehr. Und dann habe ich den Fernseher eingeschaltet. Oh. Dachte, ich gucke jetzt irgendwas. Ich konnte natürlich schlecht hier Horror Oktober weitermachen. Hab gedacht, ich muss irgendwas gucken, was ein bisschen unverfänglich ist. Nicht, dass dann irgendwie die Eltern kommen, oh, sie haben mein Kind traumatisiert oder so. Da fing gerade Jumanji an. Und da meinte die eine von denen, die am Tisch saßen, gleich so, oh, den habe ich im Kino gesehen, der ist gut und so. Habe ich gedacht, okay, dann gucke ich da auch mal rein. Ne? Ich wollte ja eh mal reingucken. Und ich fand den echt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Da immer dieses, haben natürlich viele, die den alten Film kennen, hatten so Bedenken, wahrscheinlich, dass der nicht gut wird. Und gerade auch mit den Darstellern. Der Trailer war auch einfach scheiße. Stimmt, der Trailer war ganz scheiße. Einfach. Der Trailer war einfach nur richtig schlecht geschnitten. Genau, der Trailer war ja so, dass wir gedacht hatten, das ist alles so Pipi-Kaka-Humor und hui, hups, ich habe einen Schwanz jetzt. Mhm. Aber der Film, der ist doch echt gut. Der funktioniert auch. Der funktioniert auch. Also hier Jack Black, wirklich cool gemacht. Selbst Dwayne Johnson. Hat mir echt gut gefallen. Ich fand den lustig, wo er lustig sein musste. Ja, da war natürlich ein bisschen Romantik auch mit drin und gerade auch so dieses Erwachsenwerden und ja, dann so viel so Retro-Charme, wenn man jetzt so alte Computerspiele kennt, was man da irgendwie machen muss und so. Aber halt hier in der realen Welt, ich fand den echt nicht schlecht. Also ich fand den wirklich gut, eigentlich nicht nur nicht schlecht, ich fand wirklich einen gelungenen Familienfilm. Ja. Ja, ja. Das war nur mal mein Fazit, aber ich glaube, da seid ihr ja auch schon hingekommen. Ich habe mich bloß bis dato nicht daran getraut. Ja, aber es war kein Fehler, ne? Ja, nee, war kein Fehler. Also Jumanji oder deutscher Zusatztitel ist, glaube ich, Welcome to the Jungle. Durchaus empfehlenswert, diese Neuauflage. Mhm. Jo, dann schauen wir doch mal, was es so Neues im Kino gibt. Nämlich, ich habe einen Trailer hier mal ins Dokument reingepostet, über den wir uns mal austauschen könnten. Der heißt Spione Undercover und ist ja der neue Film aus diesem Hause, die auch zum Beispiel Ice Age und sowas gemacht hat. Habt ihr den Trailer beide gesehen, ja? Ich habe ihn gesehen. Du kicherst dich jetzt schon so kaputt. Ich glaube, dann gehen unsere Meinungen zu dem Trailer ein bisschen in der entgegengesetzte Richtung. Aber ich finde die Idee einfach sau witzig. Okay. Also vielleicht, man kann es vielleicht mal kurz zusammenfassen. Im Trailer sehen wir einen Geheimagenten, der richtig tough ist und alles irgendwie im Griff behält und sämtliche Action auf sich zieht und überall sauber rauskommt, so James Bond-like, eigentlich noch so ein bisschen oben drüber. Und der wird dann plötzlich in eine Taube verwandelt. Und dann so dieser Effekt, der sich, was ich annehme, relativ schnell abnutzen wird, dass die Taube halt eben übelste Kulleraugen hat und ganz komisch guckt und und ich bin jetzt eine Taube. Was soll das für ein Film sein? Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ich fand es sehr witzig, dass der plötzlich eine Taube war und die Taube hatte sogar eine Fliege. Ja, der war ja quasi in dem Anzug geschrumpft. In seinem Gefieder. Ach so.
Ja. Ich weiß nicht, das soll jetzt der große Wurf sein. Also jetzt mal grundsätzlich ist der Trailer Blödsinn. Ja, also auch die Story ist Blödsinn. Und grundsätzlich finde ich den Film jetzt schon nicht gut, weil Will Smith mitmacht. Aber die Idee, also ich musste schon lachen. Also die Idee von diesem Erfinder, ihn in eine Taube zu verwandeln, weil Tauben das unauffälligste Tier der Welt ist, fand ich schon witzig. Ist das also, so? Tauben, das unauffälligste Tier? Ich warte. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Aber ich finde, Will Smith ist ein super Stichwort. darf ich dazu was sagen? Ja. Zum Thema Will Smith? Oder? Schlechthin. Ja, Kino-News passt nämlich. Ich habe nämlich einen kleinen Videoausschnitt von Will Smith gesehen, wo er einfach nur in die Kamera reinschreit, it's official, it's official. Und ja, dann schwenkt er rüber auf Martin Lawrence und es wird Bad Boys 3 geben. Ja. Ja, geil. Darauf freue ich mich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Der Titel wird sein Bad Boys for Life. Das wäre jetzt übrigens eine gute Gelegenheit, mal nach Miami zu fliegen, weil die drehen dort. Nachdem wir, wann war das letzte Mal, irgendwie 2005 oder 2006 oder wann, haben wir es mal aus der Ferne irgendwo gesehen, wo sie was gedreht hatten. Aber nur aus der Ferne, wussten wir nicht, was sie da drehen. Ja, da war es dann Bad Boys 2. Nee, aber da freue ich mich echt drauf, weil das ist ja, so. Ja, da freue ich mich mehr drauf, wie auf diesen komischen Dinger, was du da uns geschickt hast. Ja, man muss ja auch mal hier ein bisschen was. Aber eine Taube, Leute! Aber was soll das dann für ein Film sein? Übrigens, der Film heißt im Original Pigeon Impossible. Also besser gesagt, einer der Alternativtitel ist Pigeon Impossible. Wahrscheinlich wird dann das Problem sein, dass er ihn zwar in die Taube verwandeln konnte, aber nicht mehr weiß, wie zurück oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, das ist mir. Ich glaube, dieser Taubeneffekt da mit diesen Kulleraugen und so und mit dieser Sicht und so, ich glaube, das nutzt sich wahnsinnig schnell ab. Und dann, ja, was soll es dann sein, ne? Was sollst du erwarten? Also dann hätte ich lieber so eine Art hier Incredibles gesehen mit irgendeinem Geheimagenten. Weil gerade bei solchen Animationsfilmen, da kannst du ja wirklich alles machen. Da bist du ja wirklich mit nichts beschränkt. Da gibt es ja keine, oh, das kriegen wir nicht hin, die Action-Szene oder so. Kannst du ja alles machen. Ich bin immer noch bei dem Titel, hey, Spione undercover. Ja. Deutscher Zusatztitel ist übrigens Eine wilde Verwandlung. Aber wie hieß denn der, wo wir zuletzt gesehen haben mit Mila Kunis? Mit Mila Kunis? Ja, der Mila Kunis-Film mit den Spionen. Bad Spice, genau. Ah, den haben sie ja auch nur im Deutschen Bad Spice genannt. Der hieß ja im Original auch irgendwie anders, ne? The Spy Who Dumped Me. Oh Gott, oh Gott. Also. Der Spion, der mich verließ, ja. Wäre besser gewesen. Ja, okay, Entschuldigung. Also ich werde mal den Trailer mit verlinken zu Spione Undercover, Pigeon Impossible, Eine wilde Verwandlung, keine Ahnung, wie ihr den nennen wollt. Bin ja mal gespannt, was dann die Hörer dazu sagen, wenn sie den geklickt haben. Also wenn das der nächste große Wurf sein soll nach Ice Age, bin ich skeptisch, ehrlich gesagt, aber ja, mal schauen. Was haben wir als nächstes hier im Programm? Achso, genau, wir gucken mal, was so im Kino tatsächlich jetzt demnächst anläuft und wie die Kinocharts aussehen in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart, Platz 10 ist Wuff, Platz 9 ist 25 km/h, Platz 8 ist Gänsehaut 2, gruseliges Halloween, Platz 7 ist Venom, Platz 6 der Nussknacker und die vier Reiche, Platz 5 der Vorname, Platz 4 die Unglaublichen 2, Platz 3 Bohemian Rhapsody, Platz 2 ist Halloween und Platz 1 ist Johnny English. Man lebt nur dreimal. Der sehr witzig sein soll. Habe ich auch gehört. Ja, habe ich auch gehört. Kollegin von mir war drin. Ja. So, was läuft jetzt diese Woche an? Am 8.11. Nur ein kleiner Gefallen. Mystery Thriller mit Anna Kendrick und Blake Lively um eine Bloggerin, die dem Verschwinden ihrer Freundin auf den Grund geht und vertuschte Wahrheit entdeckt. Von Paul Feig. Operation Overlord, das ist der von J.J. Abrams produzierte Film über diese alliierten Fallschirmjäger, die irgendwie da auf Nazi-Zombies stoßen, der mich
rein von der Geschichte ja auch wieder sehr interessieren wird. Klingt irgendwie so abgefahren, ich muss ich mal angucken. Aufbruch zum Mond startet mit Ryan Gosling. Die Biografie von Neil Armstrong über den ersten Menschen, der den Mond betrat. Klingt sehr interessant und spannend. Lito startet noch ein atmosphärisches und rasantes Schwarz-Weiß-Biopic über Viktor Tsoi, dem Star der russischen Underground-Musikszene der 80er Jahre. Wer kennt ihn nicht? Elliot, das kleinste Rentier, ein 3D-animiertes Weihnachtsmärchen über das kleinwüchsige Pferd Elliot, das seinem Traum folgt, einen Platz vor dem Schlitten des Weihnachtsmanns zu ergattern. Gab es da nicht schon mal so einen Film? Mit so einem Rentier da? Auch so einen Animationsfilm? Kann mich irgendwie erinnern. Ja, bestimmt. Re-Memory, ein Science-Fiction-Thriller mit Peter Dinklage von Game of Thrones zum Beispiel, der sucht nach dem Mörder eines genialen Erfinders, der eine Maschine entwickelt hat, die Erinnerungen aufzeichnet. Oh, das erinnert mich ja an Project Brainstorm. Kennt ihr den? Ja, sagt mir auch was. Project Brainstorm, da hatten sie auch so eine Maschine, die die Erinnerungen und Gedanken aufzeichnen kann. Und die Wissenschaftlerin, die das erfunden hat, die verstirbt dann. Also die hat doch, die raucht, glaube ich, die ganze Zeit im Film und ist übelst krank und so. Und die stirbt dann und setzt sich diese Aufzeichnungsmaschine auf, sodass dann quasi ihre, das, was passiert, während sie stirbt und während sie quasi, ist dann also ein bisschen mystisch dann, wenn sie dann die Seele dann übergeht und sowas. Und man kann sich das dann auch angucken, wie so ein Videoband auch, ne? Und die überlegen die ganze Zeit, was sie damit machen, ob sie das überhaupt angucken oder weil das wird dann nachempfunden, ja. Ewig alt, der Film, oder? Ja, der ist echt alt, aber der war damals gut, hat, glaube ich, Douglas Trumbull hat die Effekte gemacht, der auch für 2001 Odyssee im Weltraum die Effekte gemacht hat und auch einen Oscar gewonnen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der hat sogar damals Regie geführt. Cooler Film, sehr empfehlenswert, läuft ab und zu mal so auf dem dritten Programm und kann man durchaus mal gucken. Okay, aber lass mich mal ganz kurz überlegen, wenn der von wann, 1983 ist? Weiß nicht, könnte aber hinkommen. Ja, irgendwie sowas habe ich, glaube ich, rausgefunden. Ja, 83, Christopher Walken ist natürlich geil. Wir hatten es doch letztens von, wie war das, von Filme, die 30 Jahre alt sind. Sex, Gewalt und gute Laune. Ach so, ja, die Filmreihe hier, ne? Ja, ist auch 30 Jahre alt. Jetzt vergleich's mal. Wir hatten es ja erst da davon. Gut, Sex, Gewalt und gute Laune waren ja Amateurfilme. Das ist das, was... Ja, und? Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Hier so eine Dein Argument war 30 Jahre alt. Multimillionen-Produktion wie Project Brainstorm, wo Douglas Trumbull, der einen Oscar für Effekte gewonnen hat, und hier irgendwelche Amateurclips, die irgendwelche verrückten Typen aus Nürnberg gedreht haben. Liefen Amateurclips, liefen die nicht früher auf DSF abends? Da gab es noch gar kein DSF, glaube ich, zu der Zeit. Ja, aber die Amateurclips liefen, glaube ich, auf DSF. Keine Ahnung, was war das da? Ach, egal. Amateur. Ach so, du meinst, es waren andere Filme, die... Ach so. Oh, Erik, die Leitung war lang. Ja, ich weiß nicht, ich habe DSF da nicht geguckt. Da. Ich guck das nicht. Naja, also, mal hier doch sachlich werden. Also, der Film, hier ist der Rememory, genau. Vielleicht hat er ja ein paar Anleihen an diesen anderen Film. Was läuft hier noch? A Prayer Before Dawn, ein schonungsloses Boxerdrama nach der wahren Geschichte des Boxers Billy Moore, der im härtesten Gefängnis Thailands im Ring ums nackte Überleben kämpfen muss. Muss er bestimmt gegen Jennifer Garner kämpfen. Bestimmt. Das läuft nicht. Das ist eine Doku. Puh. Ich glaube, das war es dann schon. Ja. Okay. Ist ja alles Mögliche dabei gewesen. Bin ich ja mal gespannt, was dann nächste Woche in den Charts ist und auch was wir in der Sneak bekommen. So, jetzt sehe ich hier, der Chris hat eine Serie eingetragen. Da müssen wir gleich mal hier das starten. Serien. Ha, du hast eine ganze Serie geschaut. Erzähl. Ja. Neben Nein, Red Dead Redemption. Kann man nebenbei laufen lassen, ne? Ja, nee, das ist schwer. Also Red Dead Redemption ist einfach immer noch ganz, ganz heißer Scheiß. Nee, ich bin jetzt mit Suits endlich mal bis Staffel 6 soweit durch.
Also soweit, wie es eben bei Netflix abrufbar ist. Und ich wollte jetzt einfach mal in die Runde fragen, also in die unglaublich große Hörerschaft-Runde. Lohnt es sich schon jetzt, Staffel 7, sich bei Amazon auf Englisch anzuschauen? Oder warten bis, ja, wahrscheinlich März 2019, bis es dann auf Deutsch synchronisiert ist? Und in dem Fall auch noch, lohnt sich dann auch gleich Staffel 8 weiterzumachen. Die ersten 10 Folgen sind nämlich auch schon bei Amazon. Deswegen wollte ich einfach nur noch fragen, weil ich finde es richtig geil, ist eine richtig coole Serie. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mega genervt immer noch von Rachel. Und ja. Aber da musst du dir ja keine Sorgen machen, die geht ja. Spoiler. Hallo? Ja, hallo. Deswegen große Frage an die Runde da, also euch beiden natürlich inklusive, kaufen und anschauen oder warten? Also. Ja, ich finde es halt schwierig, weil ich glaube, dass du beim Englischen relativ wenig oder relativ lang brauchst, um reinzukommen, wegen dieser ganzen Anwaltssprache. Das weiß ich ja auf Englisch nicht. Bis ich da dann reinkomme und diese ganzen Verzwickungen und Verzweigungen blicke, was welches Wort bedeutet, glaube ich, ist schwierig anzugucken. Weiß ich nicht. Ja, ich hab's immer im Englischen geguckt. Ich weiß allerdings nicht, bis zu welcher Staffel ich geschaut habe, weil ich bin dann irgendwann war da mal eine längere Pause oder so, oder war Staffelpause, und dann habe ich den Wiedereinstieg nicht so richtig geschafft. Ich wollte dann irgendwann mal weitergucken. Ich weiß auch nicht mehr genau, bei welcher Staffel ich raus war. Ich habe es immer auf Englisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Das ging ja dann. Und dann lernt man halt auch solche Sachen wie Subpoena und diese ganzen Rechtsdinger. Das fand ich immer ganz, ganz gut, wenn man das mal gehört hat und wenn man das weiß, wie das heißt. Und ich finde auch, die Stimmen sind im Original wesentlich sympathischer. Das im Deutschen ist zwar auch gut gemacht, aber es passt halt immer nicht so 100%. Ich bin halt immer eher ein Freund vom Original. Okay. Ja, nur jetzt bin ich natürlich gespannt, was sagt die Hörerschaft. So schlau wie zuvor. Ja, genau. Deswegen, was sagt die Hörerschaft? Ich versuche gerade hier auf Wikipedia. Hier sind ja so Staffelzusammenfassungen. Ich weiß echt jetzt nicht. Jetzt nicht hier Wikipedia. Nee, ich versuche gerade rauszufinden, wo ich rausgestiegen eine bin. Eine Person geht ins Gefängnis. Weißt du das schon? War irgendjemand von den Charakteren, die du kennst, im Gefängnis? Keine Ahnung. Dann war es wahrscheinlich eher Staffel 5. Ja, nee, ich dachte auch, also es müsste irgendwie so 3, 4 oder 5 sein, habe ich jetzt gerade überlegt. Ich glaube, Ende 4, Anfang 5 ist es mit dem Gefängnis dabei. The merger causes Louis Litt to clash with his British count. Nee, das habe ich noch gesehen, die dritte. Okay. Die vierte, Mike's new job puts him and Harvey on opposite sides of takeover battle. Das habe ich auch noch gesehen, die 4. Wo die übernommen werden sollen und wo der eine, genau. Ich glaube, dann 5 muss ich weitermachen. Na gut. Gut zu wissen. Helfe gerne. So, und die Frage dann an die Hörer bleibt bestehen. Soll Chris jetzt schon die Staffel kaufen auf Englisch und weitergucken? Lohnt es sich oder reicht es auch, wenn er sagt, nee, warte. Lohnt es sich. Oder Jump the Shark, ist das alles schon gelaufen jetzt hier? Seitdem Rachel wusste, dass sie bald unter der Haube ist, hat sie nur noch mit halber Kraft gespielt. Wie das bei Fußballern Rachel so ist. Rachel nervt eh. Chris mag Rachel nicht. Jedes Mal, wenn wir eine Folge zusammen gucken und sie kommt ins Bild, sagt er immer, oh, die nervt mich. War schon ein Eye-Candy, aber... Naja. Okay, na dann. Games brauchen wir nicht. Chris spielt immer noch Red Dead Redemption. Ja, und ich freue mich jetzt auch noch bald auf das neue Battlefield 5. Ah, was machst du dann? Ja. Du bist ja hin und her gerissen nachher, oder? Ja, keine Ahnung, was ich da mache. Wahrscheinlich mache ich erstmal 2-3 Wochen krank, damit ich in Ruhe alles hinkriege. So, dann schauen wir doch mal hier in die Kommentare rein, was da so eingegangen ist. Briefkasten. Nämlich wieder einiges passiert. Vielen Dank an alle, die sich da die Tasten gehauen haben. Der Rainer hat zum Beispiel geschrieben, da diese Woche das Thema Punisher nochmal aufgekommen ist, eine Anmerkung dazu. In den meisten Comics, zum Beispiel Garth Ennis, ist Castle kein Helfer der Armen und Schwachen. Er bekämpft und tötet in Klammern alle Personen, die ein Verbrechen begangen haben. Vom kleinen Dealer bis zum Mafia-Boss.
wenn ich Designated Survivor und Klammern sehr zu empfehlen zu Ende habe, werde ich mir die Netflix-Serie Punisher mal ansehen. Und weil wir gerade Punisher haben, da war noch ein Kommentar, deswegen lese ich gleich mal den vom Nikolas noch vor. Er hat mittlerweile 11 Folgen gesehen vom Punisher. Da bist du schon mal ein paar Folgen weiter wie ich. Ihm gefällt die Serie ziemlich gut, neben Daredevil die beste Marvel-Netflix-Serie. Ich denke aber, dass man die zweite Staffel von Daredevil gesehen haben sollte, bevor man mit dem Punisher anfängt. Na, jetzt bin ich natürlich da, weil Daredevil habe ich noch nicht gesehen, weder die erste noch die zweite. So, er schreibt weiter, die erste Staffel von Punisher fühlt sich eher an wie eine zweite Staffel, da die Figur bei Daredevil so eine zentrale Rolle hatte. Man lernt in Daredevil die ganzen Beweggründe des Frank Castle kennen, erfährt genauer, was mit seiner Familie passiert ist, versteht seine Beziehung zu Karen Page und lernt viele Nebenfiguren bereits kennen, die dann wieder in der Punisher-Serie auftauchen. Ich könnte mir daher vorstellen, dass es einem deutlich schwerer fällt, einen Zugang zu der Serie zu finden, wenn man Daredevil nicht kennt. Ja, da ist natürlich ein Punkt aufgemacht. Jetzt muss ich natürlich das andere noch gucken. Wie sieht es bei euch aus mit Daredevil? Habt ihr da mal reingeschaut? Nee, gar nicht. Netflix? Nee? Das ist eigentlich euer Thema, ich oder? Ich weiß nicht warum, aber diese Serien catchen mich nicht. Okay. Ich kann es ja nicht sagen. Also ich habe mal mit Jessica Jones angefangen. Und aus Jessica Jones kam ja dann Luke Cage hervor. Das habe ich gar nicht geguckt. Dann kam Iron Fist, da habe ich auch mal reingeguckt, aber dann nicht weitergeguckt. So irgendwie catchen die mich nicht. Gar nicht. Okay. Iron Fist, Thanos, oder? Insider. Ich kann Marvel Insider Gags machen. Haha, so weit ist es schon. I did not. Ja, was mich bei Netflix, bei den ganzen Marvel-Serien irgendwie, also was mir schon bei den Kinofilmen ja fast schon zu viel war, mit den ganzen hier ein Film, da ein Film und der hängt mit dem zusammen und da ist das, das wird ja da inflationär bei Netflix. Also die bringen ja so viele Serien raus, das kann man ja gar nicht alles gucken. Stampfen sie aber auch wieder ein. Ja, genau, und das kommt noch dazu, da fängst du Luke vielleicht gerade an. Luke Cage und Iron Fist sind zu Ende. Dann sollten sich vielleicht lieber auf irgendwas fokussieren und das halt richtig gut machen und weiter durchziehen. Und ja, aber jetzt hier so viele Serien zu machen und dann, ja, ich weiß nicht. Schwierig, aber jetzt muss ich wahrscheinlich in Daredevil mal reingucken, damit, weil ich habe wirklich, das hat sich so komisch angefühlt und dann wurden gefühlt auch so Storylinien aufgegriffen, die ich nicht kannte und so bei Punisher. Das, jetzt macht das aber alles Sinn, aber könnt ihr einem ja auch mal erklären. Ne? Nicht. Muss sich selber kümmern hier. Vielen Dank an Nikolas. Der Nikolas, der hat auch noch einen Kommentar geschrieben. Wir hatten ja, ich hatte ja letzte Woche vorgelesen, dieser Summer of 84. Es gab ja mal so einen alten Film in den 80ern, der hieß irgendwie Die Klasse von 1984. Und er meinte, das ist kein Remake oder so, sondern der spielt halt in diesem selben Universum, in dieser US-Kleinstadt, in dem Sommer 84, in dem dieser Serienmörder umgeht. Und das ist also quasi so eine Randgeschichte, jetzt aber halt als neuer Film. Klingt spannend. Er hat ihn gesehen, schönes 80s-Flair, er kann den Film empfehlen und gibt ihm 7 von 10 Punkten. Nicht schlecht. Der Thomas hat auch wieder geschrieben, der hat nämlich The Nun gesehen, bietet eine spannende, großartige und gruselige Geschichte. Die Schauspieler, allen vor allem Thaisa Farmiga, heißt sie so? Thaisa? Heißt sie nicht irgendwie? Vera Farmiga? Oder ist es eine andere? Wahrscheinlich eine andere. Es gibt auch eine nette Verbindung zu dem bisherigen Conjuring-Film. Exzellente Soundeffekte liefern gute Gruselatmosphäre. 7 von 10. Und Thomas hat Mandy schon gesehen. Wer mir auf Twitter folgt, ich habe gestern einen Link geschickt bekommen. Mandy ist nämlich jetzt im US-iTunes verfügbar. Jetzt muss ich noch sehen, wie ich da mein Konto wieder auflade. Dann kann ich mir das auch mal angucken. Genau, er schreibt, der Film ist nicht jedermanns Sache und das ist auch gut so. Die Geschichte war nichts Neues, Besonderes, nur eine typische Rachegeschichte. Ah, verdammt, hätte ich nur diesmal noch gesehen, er hätte nur 3 Rachefilme gehabt hier in der Sendung. ihm hat die Optik gefallen und die Farben sind einfach hervorragend. Ja, dann guck mal den Revenge, Thomas, den ich empfohlen habe. Der hat wirklich ganz tolle Farben und tolle Optik. Die Musik und Sound drücken dieses unheimliche, dunkle Gefühl perfekt aus. Nicolas Cage bringt eine tolle Leistung in der Nähe des Wahnsinns. 7 von 10 Punkten. Ja, das war ja eine Fülle von Kommentaren. Vielen Dank an alle,
die sich die Mühe gemacht hatten, trotz dass wir letztens so einen schlechten Film als quasi als Hauptfilm hatten, dem wir auch irgendwie 0,5 Sternchen hier in der Übersicht gegeben haben. Bin ja mal gespannt, was diesmal kommt. Also vergesst die Kommentare nicht wegen Suits und wegen anderen Fragen, die wir so gestellt haben. Jetzt werfe ich mal einen Blick in die Amazon-Käufe der letzten Woche. Vielleicht ist da wieder auch eine coole Empfehlung dabei. Ein Bett. Ein Polsterbett Barcelona. ja, ein Bett halt, ne? Hat jemand ein Bett bestellt bei Amazon, okay? Ja, warum nicht? Ein Galaxy S8 Flip Case, also quasi eine Handytasche. Eine iPad-Hülle. Was ist das? Das ist meins, was ich bestellt habe. Das ziehen sie dann wieder ab. Das ziehen sie dann wieder ab in der Endauswertung. Ich habe nämlich, ich hatte ja letztens die Frage gestellt, oder ich bin irgendwie drauf gekommen auf diesen Film, wo dieser Atomkrieg ausbricht und man hat irgendwie nur noch ein paar Stunden Zeit, wo der junge Mann da alles mobilisieren will. Und dann hatte mir jemand in den Kommentaren ja geschrieben, wie der Film heißt. Und den habe ich mir auf Blu-ray bestellt bei Amazon. Da war nämlich ein Euro billiger als bei dem Link, der da in den Kommentaren gepostet wurde. Miracle Mile, die Nacht der Entscheidung. Ah, den ziehen sie dann nicht wieder ab. Und eine Powerbank hat noch jemand bestellt. Mit 10.000 mAh. Boah. Gleich mal angucken. Das ist eigentlich ganz kompakt. Hätte ich gedacht, die wäre größer. Mit 10.000 mAh. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben und auch weiter nutzen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr oben bei kinocast.net so einen Punkt, der heißt Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr diverse Möglichkeiten. Oder natürlich die Amazon-Links nutzen. Dann kriegen wir eine kleine Provision. Bald startet ja auch in einem Monat der Weihnachtskalender. Da hat der Chris vom Kino auch ein bisschen was zusammengesammelt. Oh ja. Ja, coole Sachen dabei. Ja, gut. Ja. Ich habe ja noch einige Blu-rays hier auch. Also da wird dieses Jahr richtig viel geben. Vielleicht auch so Zwischenverlosung. Mal gucken. Okay, bevor meine Stimme jetzt ganz weg ist. Also, wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Knopf dran. Wenn ihr, liebe Hörer, mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, nutzt die Kommentarspalte auf kinocast.net oder schreibt E-Mails an zum Beispiel kate@kinocast.net, chris@kinocast.net oder meine Wenigkeit eric@kinocast.net. Folgt uns auf Twitter, Facebook. Ihr könnt uns auch, wenn ihr das jetzt bis hierher gehört habt, habt ihr uns schon irgendwo gehört, aber wir sind jetzt auf Spotify, könnt ihr uns auch hören. Da kommen jede Woche einige Hörer dazu, sehe ich hier. Das freut mich sehr. Sagt es auch weiter. Spotify kann ja jeder hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast.